So, dann will ich hier mal gucken. Handlesemodell. Okay. Sie, da frage ich jetzt mal nicht. Was? Mutti war? Oh nein. Als stellvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsage an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unserem angesehenen Lehrkollegium zu haben. Bitte informieren Sie uns so schnell wie möglich über Ihre Pläne. Na dann. Rebellion. Bin ich hier noch irgendwas? Hallo! Och, schade, ich dachte, ich könnte mit der sprechen. Ich muss aber hier runter, ne? Kann ich nicht runterspringen? Ich meine, komm schon. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Das ist mir schon klar. Ich versuche hier gerade irgendwie die Liebeskugel. Was haben Sie jetzt vor? Die Liebeskugel von der Kleinen zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, welcher Klasse die ist und ob es angebracht ist oder nicht. Ich hinterfrage es einfach mal nicht. Yo, wie soll ich denn da auch kommen? Okay. Ist das so eine Quest, die man später erst machen kann? Ich verstehe es nicht. Erst lockt mich der Shit raus. Und jetzt lockt mich der Shit wieder rein, oder was? Was zum Geier? Also hier hoch. Hier lang. Okay. Entschuldige mal lieber. Und jetzt wieder hier hin. Akio. Lumos. Bildergalerie. Komm mit. So, dann gehen wir mal runter, bringen die Motte zurück. Wunderbar. Das hat doch was gebracht. Also hier gibt es echt viele interessante Orte. Man muss schon sagen, die haben viel Mühe und Liebe in das Ding gesteckt. 1 plus schwarze Witwe. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18, 9, das bedeutet 4. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Fragezeichen ist das Küken. Und das zweite hier ist 13 minus 21. 1, 2, 3, 4. 13 plus 4 sind 17. Plus 4. Auch wieder das Küken. Interessant, ne? Das kann aber nicht sein. 13 minus 21. Das sind dann schon mal 8. Minus 1, 2, 3, 4. Das sind auch 4. 0, 1, 2. Warte mal. Nee. Minus 3. 0, 1, 2, 3.
Ja, sind 16. Ja, 16. Das bedeutet, noch bleiben noch 5 übrig. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dieser komische Steroid, diese Steroidenkröte. So. Vergiss nicht, ja, ja, ich weiß. Ich hab's gemerkt, Blub. Ich hab's gemerkt. Zwielichtumhang. Oh, der sieht, der hört sich gut an. Der Zwielichtumhang. Holy moly. Der hört sich aber nur... Hilfsmotiv? Warte mal. Okay, der ist cool. Sieht jetzt nicht aus wie eine Hogwarts-Schüler, sieht jetzt aus wie ein Gangster. Warte mal, Jan hat gemeint, ich soll mir mal das Dingsbums angucken. So, Entdeckerliste. Wie heißt das Spiel? Octopath Traveler. 60 Euro. Lege ich mal auf die Wunschliste, aber 60 Euro. Gibt aber auch auf Deutsch, okay. Alter. Gut, dann hole ich aber erstmal die Liebesperlen von der Kleinen. Revelio, ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ach hier. Nimm ich mal mit. Revelio. Revelio. Muss ich jetzt hoch, ja, ne? Revelio. Ich muss ja echt überall dieses Revelio benutzen, ne? Auch schon wieder so ein Ding. Okay, das ist cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich feiere das gerade so ein bisschen. 15 und der Bock ist 0, 1, 2. Das sind 17. Das bedeutet, es fehlen 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Gecko. Ein Fragezeichen ist der Gecko. Die Hogwarts-Mafia, klar. So, zweites Fragezeichen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3. 9 plus 3 sind 12. Bedeutet 7. 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Octoblockto. Der hier müsste das sein, wenn mich nicht irre. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Okay, wenn man den Dreh raus hat, ist es eigentlich ganz chillig.
Macht aber auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürliches Terrain. Sammlung aktualisiert. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Was? Deine Ausrüstungsplätze sind voll? 20 von 20. Ich muss verkaufen. Jesus, hell. Oh, oh. Oh, ich glaube, die Brille kenne ich. Sagt mir irgendwas, aber... Die gibt zwar guten Schutz, aber ganz ehrlich... Einfach nein. Einfach nein. So, hier muss ich hoch. Reverio. Wieder mal auf Abenteuertour? Immer doch. So. Ja, 4 von 6 Steinen habe ich doch schon nochmal. Das ist doch schon mal gut. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Revelio. An hohen Orten der Schule. Reverio. Muss doch hier irgendwo sein, das Ding da. Ach hier. Hat er gerade gesummt? Du Lümmel. Das ist der letzte. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Revelio. Hier muss noch so ein Stein sein, da. Ach hier. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Was haben wir hier? Preis für Kräuterkunde. Anerkennen beispielsweise Fähigkeit auf dem Gebiet. Okay. So, dann gehe ich mal wieder zu der Kleinen und gebe dir ihre komischen Kacksteine wieder. Ausrüstung ist voll. Och Mann. So, wollen wir mal gucken. Ich habe keine ordentlichen Handschuhe, ne? Und man kann ich nicht noch irgendwas vernichten? Ich mache das nur sehr ungerne, weil man kann sie auch theoretisch verkaufen, aber auf der anderen Seite. Ich kann ja das verkaufen, was keinen Wert besitzt.
erstmal. Los. Könnte eigentlich auch nicht schlecht sein. Die schwarzen Lederhandschuhe passen zum Outfit, aber hat auch was, finde ich. Was habe ich denn jetzt schon wieder im Inventar? Vorzügliche Leistung, Brief von Professor Weasley, etc., etc., etc. Ja, komm, drauf brauchen wir nicht. Gehen wir mal zu der Kleinen zurück und geben ihre komischen Stinkkugeln wieder. Revelio. Ich finde hier jetzt leider nichts mehr. Hoffentlich vergeht die Zeit nicht. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Auch schön dich zu sehen. Warte mal, ich kann doch bestimmt zu der Kleinen hin. So, gut, wo ist denn dies hier unten? So, dann wollen wir der Kleinen mal ihre Murmeln wiedergeben. Soll ich mich aufhalten, dass ich nicht renne? Hier ist eine Ritterrüstung, ihr Lappen. Auf jeden Fall extrem schöne Atmosphäre. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Nö. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Komm, wir sind kein Arsch. Wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, ob wohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Keine gute Idee. Diesen furchtbaren Gestank will niemand ein zweites Mal erleben. Warum nicht? Das macht so viel Spaß und jetzt kennen ja alle die Regeln. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Genau, ich will ein Spiel spielen, wo ich ganz genau weiß, dass wenn ich verliere, stink ich nach Kacke. Revelio. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde aber sagen... Ich muss halt, glaube ich, manuell nach draußen, um einen Händler zu suchen, damit ich... ganzen Kram hier mal loswerde. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es langsam kritisch wird. Hallo Oma. Hallo du geile Oma. Du liegst noch nicht im Koma. Ich glaube, wir haben etwas zu besprechen.
Deine Augen. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. So, aber das machen wir im nächsten Part, Leute. Macht's gut, YouTube. Tschüss. Bei der nächsten Aufnahme wieder ohne Facecam.